Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. In dem heutigen Video geht es um den Komponisten Alexander Zemlinsky und ganz besonders um seine Jugend, über die relativ wenig bekannt ist. Mütterlicherseits stammte er von dem Großvater Schemtow Semo ab, der 1827 bis 1881 lebte. Er war ein jüdischer Journalist und reisender Gelehrter, der die Haskalah propagierte. Die Haskalah war eine Denkrichtung, entwickelt von Moses Mendelssohn, die im Endeffekt beschrieb, dass auf der einen Seite sich die Juden an die christliche Mehrheitsgesellschaft anpassen sollen, indem sie zum Beispiel die Landessprache lernen, und andererseits aber die christliche Mehrheitsgesellschaft den Juden volle Bürgerrechte zugestehen. Schemtow Semo war ein sephardischer Jude. Das ist eine besondere Richtung des Judentums. Vor allem in Spanien lebten bis 1492 sephardische Juden, bis sie dann vertrieben wurden von einem Tag auf dem anderen und dann vor allem in muslimischen Ländern und ganz besonders im Osmanischen Reich Zuflucht fanden. Dadurch, aber schon früher auch in Spanien, gab es eine große Nähe zum muslimischen Glauben und insgesamt auch zu muslimischen Gelehrten. Und so erscheint es vielleicht nicht so überraschend, dass er eine Muslima in Sarajevo heiratete, wo sie zunächst auch gemeinsam lebten, bis sie dann 1860 nach Wien umzogen. Dort gründete Schemtow Semo eine sephardische Zeitung, die er herausgab und für die er als Journalist tätig war. Der Vater von Alexander Zemlinsky wurde in eine katholische Familie geboren und er wollte Schriftsteller werden. Das ist auch der Grund, warum er sich den Adelstitel von Zemlinsky gab. Darum liest man manchmal auch Alexander von Zemlinsky, obwohl es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass das wirklich eine offizielle Erhebung in den Adelsstand der Familie gegeben hätte. Als Schriftsteller war er vollkommen erfolglos und arbeitete als eine Schreibkraft für eine Versicherung. Mit der Heirat der Mutter von Alexander Zemlinsky trat er dann zum Judentum über, wurde in die sephardische Gemeinde in Wien aufgenommen und wurde wenig später auch deren Generalsekretär und war damit auch tatsächlich ein berufsmäßiger Mitarbeiter der Gemeinde, auch wenn er nur ein sehr karges Gehalt bekam. Sein einziges Werk als Schriftsteller, das sich dann tatsächlich bis heute erhalten hat, ist eine Monographie über die türkisch-israelitische Gemeinde in Wien, wie die sephardische Gemeinde zu der Zeit hieß. Am 14.10.1871 wurde dann der Sohn Alexander Zemlinsky geboren und 8 Tage später nach jüdischem Brauch mit der Beschneidung in die jüdische Gemeinde aufgenommen. Auch die ersten 2 Schuljahre der Volksschule verbrachte Zemlinsky auf der sephardischen Schule, also durchaus eine jüdische Schulbildung zunächst, die er allerdings nach 2 Jahren abbrach. Dann ging er auf die Volksschule, weil scheinbar das Lehrniveau auf dieser sephardischen Schule doch sehr niedrig war. Auf der Volksschule wurde dann auch seine außerordentliche musikalische Begabung entdeckt. Mit 10 Jahren wurde er dann auch in den jüdischen Synagogenchor der sephardischen Gemeinde aufgenommen und nach dem Stimmbruch spielte er dann bei den Gottesdiensten auf der Orgel in der Synagoge. Es zeigt sich also zum einen eine große musikalische Begabung, zum anderen aber auch, dass Zemlinsky durchaus einen starken Bezug zur jüdischen Gemeinschaft hatte und durchaus auch eine jüdisch-religiöse Ausbildung bekam. Diese jüdische Prägung kann man später in seinen Werken nicht mehr entdecken und auch seine Bindung zur jüdischen Religion als Erwachsener war nicht mehr sehr groß. Zemlinsky wird in unterschiedlichen Beschreibungen als äußerst unattraktiv beschrieben. In seinem Musterungsbescheid steht, er war 1,58 groß, derzeit untauglich, schwach, zurückstellen. Der Schriftsteller Elias Canetti
sagte über ihn, ich sah ihn nie, ohne nach seinem Kinn zu suchen. Und sich selbst beschrieb Zemlinski mal als klein, mager, ist schon ganz ungenügend, Note 7, das Gesicht, Nase unmöglich, alles im Gesicht, ebenso. Haare zu lang, aber da gibt es Abhilfe. Noch näher besah ich mich im Bade, pardon, keine Auswüchse, krüppelhaft auch nicht, Muskeln nicht allzu schwach, Kraftfähigkeit merkwürdig ausgebildet. Aber sonst, wie oben schon bemerkt, also summa summarum, scheußlich. Dieses unattraktive Aussehen prägte tatsächlich Zemlinski auch als Person, obwohl er andererseits als durchaus selbstbewusst und selbstüberzeugt auch dargestellt wird. Im Frühjahr 1896 hörte Brahms ein Jugendwerk von ihm, nämlich sein Streichquintett, und sprach ihn nach der Aufführung an, dass er ihn gerne zu sich einladen würde und mit ihm über die Komposition sprechen würde. Und als Zemlinski dann bei ihm zu Hause war, erhielt er eine vernichtende Kritik von Brahms, der vor allem die progressive Tendenz des Stückes kritisierte. Zemlinski war von dieser Kritik durchaus beeindruckt und mitgenommen und komponierte wenige Wochen später sein Klarinettentrio Opus 3, mit dem er an einem Kompositionswettbewerb teilnahm und das Werk erhielt den 3. Platz. Wir haben dieses Stück aufgenommen in einer Version für Kammerorchester, geschrieben von dem österreichischen Komponisten Richard Dünser. Den Link zu dieser Aufnahme findet ihr oben im Video. Ebenso haben wir frühe Lieder von ihm aufgenommen, auch eingerichtet für Kammerorchester von Richard Dünser. An all diesen Jugendwerken hört man schon das, was später Zemlinskis Musik ausmacht. Eine unglaublich opulente, komplexe Musik mit fantastischen Melodien, unglaublich emotionale Musik und absolut hörenswert. 1900 lernte Alexander Zemlinski die junge Musikerin, Komponistin Alma Schindler kennen, die später berühmt wurde als Alma Mahler-Werfe. Sie war dann mit Gustav Mahler verheiratet. Später dann mit Martin Gropius und mit Werfel, dem Schriftsteller auch. Eine Frau, die die Männerwelt bezauberte, so auch Alexander Zemlinski. Selbstverständlich wurde aber seine Liebe nicht erwidert. Und diese nicht erwiderte Liebe war ein schwerer Schicksalsschlag für ihn. Im selben Jahr starb auch dann sein Vater. Und um die Familie zu unterstützen, stellte er seine Komposition ein bisschen zurück und verdiente vor allem als Dirigent Geld und hatte durchaus Erfolge als Dirigent in Prag, später dann auch in Wien. Weniger erfolgreich war er als Komponist, obwohl seine Opern aufgeführt wurden, auch größere symphonische Werke, konnte er sich nie als Komponist wirklich durchsetzen. Als 1938 die Nationalsozialisten Österreich an das Deutsche Reich anschlossen, floh er mit seiner zweiten Frau Louise in die USA nach New York und bekam dort wenig später einen Nervenzusammenbruch. Im Laufe dieses Nervenzusammenbruchs auch ein Schlaganfall, wurde zum Pflegefall und starb dann im März 1942, wie so viele andere jüdische Komponisten in der Emigration, vollkommen unglücklich und ohne jegliche Anerkennung. Erstaunlicherweise lebte seine Frau Louise noch bis in das Jahr 1992 weiter. Ich hoffe, ihr interessiert euch für unseren Kanal. Bitte liked dieses Video, abonniert unseren Channel und schreibt vor allem auch in die Kommentare, über welche jüdischen Themen ihr gerne mehr erfahren würdet oder welche Musik jüdischer Komponisten ihr gerne hören würdet.